unserer Erde gibt es sehr viele verschiedene Käfer, Schlangen, Spinnen und Insekten. Aber einige von diesen solltest du niemals anfassen, denn sie sind tödlicher als alles andere auf dieser Welt. Aber einige von euch wollen nicht drauf hören und werden trotzdem das machen. Und warum das eine schlechte Idee ist, siehst du in diesem Video. Wir schauen uns Momente auf Kamera gefilmt an, die du niemals glauben wirst. Lass einen Daumen nach oben da. Let's go! Wir fangen erstmal ruhig an. Cool Ending. Ne Oma, die Fußball spielt. Stark! Erst die Omi, dann die Tochter. Wer kommt als nächstes? Das Baby! Aw, such a nice moment. Aw, Baby! Oh my, okay, Bro. Es gibt Videos im Internet, da bin ich froh, wenn ich die nicht gesehen habe, Alter. Das Video gehört absolut nicht dazu. Denn dieses Video war das Schönste und Tollste, was ich je gesehen habe. Danke, kleine Elisabeth, für deine Rotze auf meinem Pullover. Bruder, guckt euch ihren Blick mal an. Bro, sie ist gar nicht happy, Alter. Könnt ihr euch an dieses eine Kind in der Schule erinnern, was immer so seine... Also es gibt immer doch in dieser Klasse diesen einen, der Popel ist, oder? Ihr wisst alle, ey, ihr habt safe jetzt jemanden im Kopf. Schickt ihm dieses Video. Du Popelesser, warum isst du Popel? Hör auf, die Popel zu essen. Check this out. Oh, that was close. Oh! Bitte was? Way too many cables on the ground. Ja, Bruder, was erwartest du? Oh mein Gott! Bro, what? Digga, er fliegt ja gefühlt weg. Kennt ihr diesen Moment, wenn draußen so krasser Sturm ist, dass ihr Schirm hochhaltet und dann auf einmal denkt ihr so, ihr fliegt gleich weg, weil Wind so auf einmal so voll abgeht und dann fliegt ihr so los so. Hui! Yay, super cool! Wow! Wobei, nee, nicht hui, Digga. Dann fliegst du ja in der Luft. Wenn du runterfliegst, dann bist du futsch, dann bist du so Kartoffelbrei, Digga. Also, ich glaube, das Letzte, was man sagt, ist hui! Aber würdest du hui sagen, wenn dich dieser Käfer beißt? Bleib dran, das wirst du gleich sehen. Apparently, it's impossible to fall off these chairs. Okay, aus diesen Stühlen kann man nicht rausfliegen, das ist unmöglich. Just wait for it. Ah, sie wird safe rausfliegen, Bro. Ja, Digga. Check die schubst sie auch um. Professional bike race. Okay, professionelles Fahrradrennen. Oh, im Regen ist gar nicht gut. Bro, Junge, ich schwöre an all die Jungs, Alter. Bruder, schickt einfach diesen Clip. Ich sag es euch, Erfolgsrezept, es wird klappen. Schritt 1, schickt diesen Clip einem Mädchen. Schritt 2, danach schreibst du einfach dem Girl so, yo, sorry, war gerade am Fahrradrennen, bin irgendwie hier bei dir reingeslidet. Perfekt, oder? Wenn das nicht klappt. Oder wenn das nicht klappt, Alter, heiße ich Hans-Peter Josef der Siebte, Alter. Ich bin mir sicher, mindestens einer von euch wird eine klären. Folgt mir gerne auf Instagram. Für mehr Tipps, für mehr hinter den Kulissen Content, Alter. Einfach MarkeyTV auf Instagram. Oh, Baby. Oh, yeah. Oh, Baby. Was zum Teufel mache ich hier? Was ist heute schon wieder los mit mir? Guys, check it out. I got this cool bow and arrow. You pull it back, right? And... Dude! Are you kidding me? Digga, geil, Alter. Digga, hä? Die machen ja wirklich Yoga. Oder ist das so zum Lockern? Oder wollen die alle losfliegen in den Himmel? Oder was ist ihre Mission? Did he just say hell yeah? Okay, Bro, bitte verfolg mich nicht in meine... Träume? Bro, die Finger sind zusammengewachsen. Was? Oder bin ich ein bisschen psycho, wenn mich das gerade getriggert hat und ich so auseinanderreißen will? Komm, bitte, ey, sag jetzt nicht, dass ich seltsam bin. Bitte, mindestens einer von euch hat doch das Gleiche im Kopf gehabt, oder? Bitte? Bitte? Oh, wenn nicht, bin ich halt seltsam. Digga, dann ist es halt so. Ich stehe dazu, kann ich auch nichts machen. Es ist halt so. Ja, nee, sie wird safe hinfliegen. Und ratsch. Schrank fliegt um, ratsch. Ja, Bro. Bro, offensichtlich. Bro, also, Digga, was ist deine Mission? Was stellst du dir vor, wenn du dieses Video aufnimmst? Bruder, der rennt gegen eine Tür. Bro, mach doch Fortnite, mach GTA 5, was weiß ich, Alter. Spiel Gitarre, spiel Reise nach Jerusalem. Wieso rennst du gegen Tür, Mann? Du kannst so viele Sachen machen. Manche Menschen werde ich nie verstehen. Wie die verstehen? Thought he was in front of her. Ja, Digga, sie fliegt gleich nach vorne. Ja, das sind so dumme Videos, ey.
Bro. Bruder, er rennt aber auch nicht rein und hilft ja auch nicht. Er sitzt einfach da und denkt sich so, Bruder, meine Freundin ist nicht die Hellste. Verdammt nochmal. Wie soll das was werden, wenn wir erstmal zusammen in Urlaub fliegen? Verdammte Kacke. This dude pranked his wife with a spider. Das ist Gummi. Das ist so ein Gummi-Oktopus aus Amazon. Blah. Was ist das denn? Entspannt. Digga, Bären kann ich nicht einschätzen. Das ist so ein Tier, das kann ich nicht einschätzen. Ist der cool mit mir? Machen wir gleich Check so. Habibi Bodi, komm rein, hab hier einen Fisch für dich. Lass zusammen Netflix gucken, aber nicht so. Ganz entspannt, okay? Oder will mich fressen? Ich check's nicht. Manche Bärenvideos, die chillen da, schnüffeln rum. Auf süß, andere Bärenvideos, Bruder. Die fressen dich auf. Innerhalb von einer Sekunde bist du weg. Du bist einfach weg. Ich versteh's nicht. These students planted a whole tree in the bathroom. Bro, Schultoiletten sind anderes Level. Ich check es nicht. Helium. Ich hab mich so erschrocken, Junge. Bruh, is that George? George Bush! Ah, okay, war. Move, war George gut. Bush! Guter Wortwitz. Get set! Go! Bing bang! Okay, Bro, New York ist nochmal ganz anderes Level. Digga, ich hab keine Ahnung, was mit ihm abgeht, Bruder. Aber er denkt auch, er ist Ninja Turtles. Er denkt auch so. Verdammt nochmal, mein Name ist Marcel der Dritte. Und ich kann Kickboxen. Euer Papaya. Boom. Nein, Marcel, du kannst nicht Kickboxen. Du bist kein Ninja Turtle. Bitte, Bruder, lass bleiben. What do you do for a living? I'm a sale. Oh mein Gott, wie eklig. He asked his wife to wash the car for him. And she sent him this video. Alter, Digga, der hat einfach das Eiweiß. Bro, ich check's jetzt erst, der wäscht dein Auto von. Na, das kann nicht echt sein. Das Video kann nicht echt sein. Das ist so stupid. Das Video ist so stupid, dass. Oh, awesome, McDonald's. Alter, what the hell? Bro, der hat da einfach schon reingebissen. Habt ihr das gesehen? Da wurde schon abgebissen. Oh mein Gott. Bro, das war einfach rohes Fleisch. Das war ein roher McDonald's-Burger. Was ist das echt passiert? Digga, ich schwöre, wenn mir sowas passieren würde, Alter, in Amerika, sofort Online-Videos stellen, markieren, McDonald's eindrohen, verklagen, Alter, zack, du kriegst 2 Millionen Euro Entschädigung, Lebensmittelvergiftung, bam, fertig, Alter. Amerika kannst du alles verklagen, alles und jeden. Cash, Cash, Money Rain, sofort. Das Beste, was dir passieren kann, wenn sowas passiert, Beste, was passieren kann, ist wie Lotto gewinnen. He let his intrusive thoughts win. Oh, wieso? Oh. Was ist das? Rasiercreme, oder? What? Bro, er ist Spider-Man. Damn, I got a lot of work to do. Okay, du musst viel arbeiten. Good luck. Oh mein Gott, Digga, Alter. Ich war ausgerastet. Bruder, es passiert viel zu viel, Alter. Erst erschrecke ich mich, kack mir fast in die Hose. Auf einmal tut jemand sein Handy in die Mikrowelle und dann will sie einfach nur Wasser im Mund haben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Aber Ladies and Gentlemen, jetzt ist der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Das ist ein Bild von einer Person, die einen Käfer in ihrem Arm hatte. What the hell? Bruder, ich kann das gar nicht anschauen, Digga. Das ist viel zu heftig. Anscheinend soll es irgendwie eine gefährliche Käfersorte sein, die sich in deine Haut frisst. Ich habe keine Ahnung, ob das echt ist. Ich weiß nicht, ob es fake ist. Mir hat das jemand zugeschickt. Ich fand's über creepy, gruselig, Alter. Wenn ihr diesen Käfer also seht, ganz schnell wegrennen, Digga. Und als letzten Clip, meine Damen und Herren, haben wir das, wenn euch dieses Video gefallen hat. But I promise you, lass ein Like da. My ass is real and I've never had a BBL. Was? It's honestly genetics, I think. Was? Was? That's real, you guys. Hä? Some of us are just blessed, I guess. Oder sie hat ihren Popo gezeigt. Lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bin ein bisschen verstört von dieser Episode. Kein Plan, was das war. Bis morgen.